Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Die wohlhabende Rosa Berns wird von ihrem 13 Jahre jüngeren Ehemann ausgenutzt und hintergangen. Helga Nachtigall kämpft für ihre Mandantin. Ich habe mir überlegt, was mit dem Haus werden soll. Und mir gedacht, dass ich dir das Haus schenke. Das Haus steht nicht zum Verkauf. Wir haben ihm das 1,5-fache des üblichen Marktwerts geboten. Das ist überhaupt keine gute Idee, Frau Berns. Da muss ich Ihnen dringend davon abraten. Sie müssen abgesichert bleiben. Ich bin abgesichert. Das ist mein Mann. Mein Haus, meine Regeln. Da unten ist die Türe. Verschwinde sofort jetzt. Ach ja, warte. Den Hausverschlüssel noch. Wissen Sie, was ich hier sehe, Herr Fleming? Das ist für mich arglistige Täuschung. Und das kann ich Ihnen jetzt auch beweisen. Nach dem Tod ihres Mannes vor 4 Jahren hat Rosa Berns ein großzügiges Haus und ein stattliches Vermögen geerbt. Finanziell abgesichert, doch menschlich auf sich allein gestellt, glaubte die 45-Jährige nicht mehr an eine neue Liebe. Doch bei Reparaturen im Haus lernt sie den Handwerker Marcel Fleming kennen. Für Rosa ist es Liebe auf den ersten Blick und nur 6 Wochen später macht der 32-Jährige ihr einen Heiratsantrag. Ihrer Tochter Carina hat Rosa ihre Lebenspläne verschwiegen. Sie, Rosa Berns, wollen Sie den hier anwesenden Marcel Fleming zu Ihrem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen? Mama, kannst du mal sagen, was hier los ist? Carina, schön, dass du es doch noch geschafft hast. Ja, hätte ich vielleicht früher was davon erfahren, wäre ich auch früher hier gewesen. Wieso erfahre ich erst 2 Stunden vor Trauung, dass du hier vorm Altar stehst? Wolltest du mich gar nicht dabei haben? Doch, natürlich. Ich habe nur gedacht, du könntest was dagegen haben. Und wenn du die Karte findest, dass du vielleicht verstehst, wie ernst es uns mit unserer Liebe ist. Aber das verstehe ich alles. Aber gleich heiraten, das geht viel zu schnell. Wir lieben uns. Lieben? Du kennst Rosa gerade mal 3 Monate. Nur weil du dir im Bad rumgeschraubt hast, kann man doch nicht von Liebe reden. Ich kann ja verstehen, dass das alles jetzt was schnell geht, aber ich habe trotzdem gehofft, dass du dich ein bisschen für mich freust. Ich will doch nur nicht, dass du was übereilst. Mama, der Typ ist 13 Jahre jünger als du. Ihr kennt euch erst seit 3 Monaten. Das mit der Hochzeit geht viel zu schnell. Wollt ihr nicht noch mal drüber nachdenken? Wir brauchen da nicht mehr drüber nachzudenken. Rosa und ich, wir sind einfach füreinander bestimmt. Und da wollten wir nicht mehr lange fackeln. Ja, können wir dann vielleicht weitermachen. Draußen warten noch andere Paare, die sich ganz sicher sind, dass sie heute heiraten. Ich bin mir auch sicher. Machen Sie bitte weiter. Gut. Wollen Sie, Rosa Berns, den hier anwesenden Marcel Fleming zu Ihrem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen? In guten wie in schlechten Zeiten? So antworten Sie mit Ja. Ja, ich will. Dann erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass Carina sich für uns freut. Aber Sie und Christian erkennen einfach nicht, dass wir uns gesucht und gefunden haben. Ne, Schatz? Ja, es ist wirklich schon schwierig, aber lass uns nicht weiter darüber nachdenken. Es ist unser Hochzeitstag und den lassen wir uns von nichts verderben. Die Reaktion ihrer Tochter Carina hat Rosa sehr verletzt. Doch sie nimmt die Bedenken ernst. Ihrem 13 Jahre jüngeren Ehemann will die wohlhabende Witwe nun noch eine besondere Überraschung machen. Und die bringt für Schwiegersohn Christian das Fass zum Überlaufen. Oh mein Gott, du bist ja total wahnsinnig. Das ist genau das Kabuli, was ich schon immer haben wollte. Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Für meinen Ehemann ist mir aber nicht zu teuer. Du hast ihm mein Auto geschenkt? Sag mal, Rosa, das Auto hat dann Vermögen gekostet. Merkst du nicht, dass sich der Typ dir das Geld aus der Tasche zieht? Carina hat mir von der teuren Uhr erzählt, die du mir geschenkt hast. Christian, das ist doch Mamas Geld. Damit kann sie machen, was sie will. Ja, aber stimmt doch. Rosa, kannst du dem bitte mal erklären, dass ich nicht hinter deinem Geld her bin, sondern dass es Liebe ist? Liebe, ganz genau. Ich kenne ganz viele junge Kerle, die auf ältere Damen mit dicken Portemonnaies stehen. Mir machst du nichts vor. Jetzt reicht's mir aber. Das ist immer noch mein Geld, Carina, was ich von deinem Vater geerbt habe. Carina hat auch ihren Teil bekommen. Reicht euch das eigentlich nicht? Ach Mama, um das Geld geht's mir gar nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Du kennst ihn noch kaum. Wie willst du ihm denn da schon vertrauen? Kind, ich bin glücklich. Das ist doch das Wichtigste. Jetzt freu dich doch endlich mal für mich. Ich freu mich doch für dich, Mama. Aber muss das alles so schnell und überstürzt gehen? Wir kennen ihn kaum. Dafür, Carina, kennt mich deine Mutter gut genug. Und sie weiß, dass ich sie glücklich mache, ja? Genau. Ich bin alt genug und ich weiß genau, was ich tue. Und außerdem, wenn ihr beide euch heute nicht mit uns gemeinsam freuen könnt, ist das euer Problem. Aber ich lasse mir den Hochzeitstag von euch heute nicht verderben. Das stimmt. Eigentlich wollten wir noch mit euch essen gehen. Aber wenn ihr so schlechte Laune habt, dann feiern wir wirklich lieber alleine. Mama, ich mache mir Sorgen um dich. Lass gut sein, mein Schatz.
Heute ist mein Hochzeitstag und den will ich mir einfach nicht verderben lassen. Also ich kann ja mit Rosa eigentlich ganz gut. Aber im Moment habe ich das Gefühl, sie hat ihren Verstand verloren. Einen Typen heiraten, den sie erst 3 Monate kennt. Ich hoffe, meine Mama hat da keinen Fehler gemacht. Nach einer Spritztour kommt das frisch vermählte Paar zu Hause an. Rosas Haus ist seit 3 Generationen im Besitz der Familie und ihr ganzer Stolz. Auch Marcel war sofort begeistert davon und ist schon nach einer Woche eingezogen. Doch die Freude hält nicht lange, denn neben Haushälterin Nancy wartet eine böse Überraschung in Gestalt von Bauunternehmer Roman Krüger und Lars Konrad auf sie. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Ich habe Ihnen doch jetzt schon so häufig gesagt, das Haus steht nicht zum Verkauf. Guten Tag, Frau Berns. Ihre Hausdame war so nett, uns hereinzulassen. Und übrigens, wir kennen es noch gar nicht. Krüger, mein Name. Roman Krüger. Und das ist mein Kollege. Hallo, ich bin der Lars. Der Lars Konrad. Wie ich höre, kann man gratulieren? Ja, ja. Ich hab denen eigentlich gesagt, dass sie keine Zeit haben und heiraten, aber die wollten einfach nicht gehen. Sie können auch nicht dafür, dass die Herren so dreist sind. Was wollen Sie genau? Schätzen wir, zum Gratulieren sind die Herren nicht gekommen, ne? Ach, glauben Sie mir, man will immer der Erste sein, der gratuliert. In so einem wunderschönen Augenblick wie diesem. Nein, mein Kollege und ich, wir haben eine Baufirma und wir sind super interessiert an dem Objekt. Was nicht zum Verkauf steht. Das befindet sich seit Generationen im Familienbesitz und das wird sich auch nicht ändern. Wie oft möchten Sie das eigentlich noch hören? Aber jetzt seien Sie doch mal vernünftig. Ja? Wir haben Ihnen das 1,5-fache des üblichen Marktwerts geboten. Ja, davon können Sie mit Ihrem Mann ein schöneres, viel größeres Haus kaufen, wenn Sie Lust haben. Meine Herren, ich glaube, Sie haben meine Frau nicht ganz verstanden. Ich wiederhole es noch einmal für Sie. Dieses Haus steht nicht zum Verkauf. Und da es nicht zum Verkauf ist, ne, würde ich Sie einfach mal bitten zu gehen. Ja, nicht wahr, vielen Dank für Ihren netten Besuch. Danke. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Danke. Wenn die noch mal hier aufkreuzen, lassen Sie die bitte gar nicht erst rein. Okay. Oh, Schatz, ich bin dir so dankbar, dass du mir geholfen hast. Die wären im Leben nicht so schnell verschwunden. Wofür denn? Nein, ja, ist doch selbstverständlich. Ja, klar, habe ich die bei so kleinen Schmierigen. Ah, als wenn ich dich damit alleine lasse. Außerdem wollen ja auch irgendwann mal Carina und Christian hier einziehen. Da können wir es ja nicht verkaufen. Ja. Aber sag mal, hast du mir nicht mal irgendwie erzählt, dass die ein Haus haben? Ja, haben sie. Die sind kurz bevor Lara auf die Welt kam, in so ein ganz modernes Ding, so ganz nach ihren Vorstellungen gezogen. Okay. Die hier einziehen, wenn ich weiß es nicht. Ja, doch, bestimmt, sicher. Ja, aber obwohl, es ist ein sehr, sehr schönes altes Haus. Aber es ist auch viel, viel dran zu machen, so in den letzten Jahren. Die haben noch viel, viel Arbeit mit uns, ne? Naja, wenn ich genau darüber nachdenke, glaube ich eher nicht, dass sie hier einziehen werden. Ja, doch, bestimmt. Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Carina ihr Elternhaus verkaufen würde. Dem Christian, sage ich dir ganz ehrlich, glaube ich eher, würde ich das zutrauen, aber der Carina nicht. Obwohl, der hat sich auch schon ziemlich komisch verhalten. Und Carina war auch vorher nicht begeistert. Naja, wir haben die beiden natürlich auch ein bisschen überrumpelt. Und hören, wo die Liebe hinfällt. Aber apropos Liebe, haben wir nicht etwas zu feiern? Hä? Jetzt ab? Ja, wir kommen feiern. Sie, ich habe den Sekt schon kalt gestellt. Ich bin ein bisschen verunsichert, ob Carina wirklich das Haus behalten wird, wenn ich mal nicht mehr bin. Den Gedanken, dass das Haus in fremde Hände fällt, kann ich kaum ertragen. Ich werde morgen einen Termin bei der Anwältin machen und das da mal durchsprechen. Ich muss das irgendwie regeln. Rosa liegt viel daran, dass ihr Haus nach ihrem Tod in Familienbesitz bleibt. Um ihren Nachlass zu regeln, hat sie einen Termin mit ihrer Anwältin Helga Nachtigall vereinbart. Die Juristin hatte nach dem Tod von Rosas erstem Mann bereits die Erbangelegenheiten für sie und ihre Tochter geregelt. Hallo Frau Berns, grüße Hallo. Sie. Hallo, herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch hier zur Eheschließung. Danke. Wir sind durch, Sie wissen ja, wo es ist. Ach, das ist so toll, dass Sie so kurzfristig Zeit für mich hatten. Das ist ja ganz normal und wichtig auch für Sie, nehme ich an. Ja. Worum geht's denn heute? Ich wollte mit Ihnen noch mal über mein Testament sprechen. Bisher ist es ja so, dass meine Tochter Carina Alleinerbin ist. Ja, das war bisher so, denn jetzt haben Sie geheiratet und jetzt ist es natürlich ganz anders. Jetzt würde im Falle Ihres Todes Ihr Mann die Hälfte erben und Ihre Tochter die andere Hälfte. Genau, und ich wollte verhindern, dass es zu Streitigkeiten kommt, wenn ich mal nicht mehr bin. Und wie haben Sie sich das jetzt vorgestellt? Woran dachten Sie? Also es ist so, dass das Haus ja seit Generationen im Familienbesitz ist. Und das soll es auch bleiben. Und bei meiner Tochter bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie es nicht doch noch verkaufen würde, wenn ich mal nicht mehr bin. Da vertraue ich eher meinem Mann und deswegen möchte ich das gerne regeln. Gut.
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können ein gemeinsames Testament machen mit Ihrem Mann. Darin ist dann automatisch geregelt, dass er nach Ihrem Ableben alles erst einmal erbt und Ihre Tochter kriegt einen Pflichtteil. Oder Sie vererben Ihrem Mann das Haus und Ihrer Tochter das Vermögen oder umgekehrt. Ich habe eher an eine Schenkung gedacht. Ich wollte ihm das gerne jetzt schon schenken. Eine Schenkung? Ja klar geht das. Für mich ist aber wichtig, dass Sie da irgendwie doch abgesichert sind. Also wissen Sie, es geht mir darum, dass man ja nie weiß, ob sowas ewig hält, so eine Ehe, was ich Ihnen um Gottes Willen nicht wünsche. Und Sie sollten abgesichert sein, das ist wichtig. Also ich denke schon, dass das jetzt hält. Ich denke doch, dass mein Mann und ich zusammenbleiben. Frau Berns, Sie haben jetzt bitte eine rosarote Brille auf. Das will ich Ihnen überhaupt nicht vorwerfen, aber das ist im Moment so. Das kann sich auch so aus meiner Erfahrung, macht das schon ein paar Jahre, auch völlig anders gestalten. Deswegen würde ich also vorschlagen, dass wir Ihnen ein lebenslanges, wirklich kostenloses, also mietfreies Wohnrecht im Grundbuch eintragen lassen, damit Sie abgesichert sind und nicht auf der Straße landen, irgendwann einmal. Dann kann ich das Haus doch gleich behalten. Nein, Frau Berns, Sie sind dann keine Eigentümerin mehr. Und Sie müssen einfach abgesichert sein, damit Sie nicht später auf der Straße landen. Das ist mir wichtig. Ja, das wird nicht passieren. Da wird mein Mann schon für sorgen. Von daher ist die Klausel überflüssig. Nein, also ganz vorsichtig. Sollte er aus welchen Gründen auch immer später das Haus verkaufen wollen, dann landen Sie eben nicht auf der Straße, weil Sie das lebenslange Wohnrecht haben. Und er wird kaum einen Käufer finden, der das Haus dann kauft, wenn Sie dort dieses Wohnrecht haben. Ich würde Ihnen wirklich dringend empfehlen, dass wir diese Eintragung im Grundbuch vornehmen. Naja, Schaden kann es nicht, dann tragen Sie sie einfach mal. Ja, ich denke auch, dass es keinesfalls Schaden kann, eher Ihnen helfen. Ich würde das so vorbereiten, die Verträge. Dazu müssen wir uns einen Notar nehmen, weil nur der kann also das notariell beurkunden und kann dann auch die Grundbucheintragung vornehmen. Okay. Wir bereiten das vor und ich sage Ihnen Bescheid, wann der Termin stattfindet, dass wir das unterschreiben. Ja, toll. Okay, machen wir das so? Klasse. Sie finden raus, ich habe noch was klar zu schreiben. Ja, vielen Dank, Frau Berns. Ich danke Ihnen. Ich rufe Sie an. Ja, tschüss. Tschüss. Wenn ich meinem Mann nicht vertrauen würde, dann würde ich ihm das Haus ja jetzt nicht schenken. Ich glaube, meine Anwältin ist von Berufs wegen einfach ein bisschen skeptisch. Aber das macht ja nichts. Ich gehe jetzt nach Hause und werde meinen Mann mal mit der Nachricht überraschen. Während Helga Nachtigall alles für die Schenkung des Hauses vorbereitet, will Rosa ihren Mann mit neuen Dessous bezirzen. Denn der 32-Jährige hat in ihrer Hochzeitsnacht zu tief ins Glas geschaut und ist schon nach kurzer Zeit eingeschlafen. Um ihm zu zeigen, wie sehr sie ihn liebt, möchte sie Marcel mit der Schenkung des Hauses überraschen. Ja, Hallöchen. Hallo, mein Schatz. Ich habe eine Überraschung für dich. Das sehe ich. Okay. Ich habe mir überlegt, was mit dem Haus werden soll. Und mir gedacht, dass du es nie gegen meinen Willen verkaufen würdest. Ich würde nie etwas tun, was gegen deinen Willen ist. Genau. Und da ich mir bei Carina nicht wirklich sicher sein kann, habe ich mir gedacht, dass ich dir das Haus schenke. Mir? Ja. Aber das kann ich doch gar nicht annehmen. Aber Ballapap, du bist doch mein Mann. Und als mein Mann bist du auch meine Familie. Und wenn ich dir das Haus jetzt überschreibe, kann ich auch sicher sein, dass es in der Familie bleibt. Ich bin wirklich absolut sprachlos, aber was meinst du mit überschreiben? Naja, ich will nicht, dass du dich mit Carina irgendwann streiten musst. Und deswegen bekommst du das Haus jetzt. Das ist wirklich der allerschönste Liebesbeweis, den du mir jedes machen kannst. Und das Allerschönste ist, guck mal, wir sind schon verheiratet, uns gehört eh alles gemeinsam. Und trennen werden wir beide uns sowieso nicht. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Schau mal. Oh nee, Schatz, sei mir bitte nicht böse, aber heute bitte kein Champagner. Ich habe noch vom ganzen Champagner von gestern noch so eine Migräne und Kopfschmerzen. Lass uns das mal irgendwie morgen oder übermorgen oder so machen. Das habe ich mir jetzt eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, aber vielleicht war es wirklich ein bisschen viel in den letzten paar Tagen für ihn. Na, bald haben wir ja wieder einen Grund zu feiern. Trotz der Enttäuschung über die ausgefallene Hochzeitsnacht ist Rosa nach wie vor fest entschlossen, ihrem Mann das Haus zu schenken. Helga Nachtigall hat inzwischen alles für die Überschreibung der Immobilie vorbereitet. Einen Notar hat die Juristin ebenfalls zu dem Termin gebeten, um die Grundbucheintragung ändern zu lassen. Im Zuge der Umschreibung im Grundbuch wird für Frau Rosa Berns, geborene Schmidt, geboren am 9.01.1969 in Berlin, ein lebenslanges Wohnrecht eingetragen, betreffend die gesamte Immobilie. Moment mal, verstehe ich nicht ganz. Rosa, was soll das? Lebenslanges Wohnrecht? Davon hast du mir gar nichts gesagt. Herr Fleming, das war mein Rat. Und dieser Rat galt der Absicherung meiner Mandantin. Und solange Sie das Haus nicht verkaufen, spielt das überhaupt nicht
im praktischen Leben auf ihre Eigentumsrechte an oder auf ihren Alltag. Genau. Und wir wohnen doch sowieso zusammen in unserem Nest. Ja, eben. Deswegen verstehe ich nicht, warum das jetzt noch da schriftlich festgehalten werden soll. Kriege ich eher das Gefühl, als wenn du denkst, als wenn ich dich hintergehen will oder dich auf die Straße setzen oder sowas. Schatz, das ist doch nur ein Satz. Das ändert doch nichts an meiner Liebe zu dir oder an meinem Vertrauen. Ja, doch. Rosa, wenn du dir nicht sicher bist, ob ich dich belüge oder betrüge, dann muss ich mir doch die Frage stellen, wie ernst ist unsere Liebe denn wirklich? Und ich finde, eine Ehe sollte ausschließlich auf Ehrlichkeit und auf Vertrauen aufgebaut sein. Und jetzt kommst du mir mit sowas hier direkt, also nee, unfassbar, verstehe ich nicht. Das Stichwort Vertrauen, Herr Fleming, das finde ich hier sehr wichtig. Deshalb könnte Ihnen diese Eintauung des Wohnrechts eigentlich völlig egal sein. Mhm. Ist sie mir aber nicht egal und ich bin mal ganz ehrlich, Sie geben mir irgendwie das Gefühl, ein Erbschleicher zu sein. Als wenn ich nur hinter dem Vermögen meiner Frau hinterher wäre und so weiter. Aber wenigstens weiß meine Frau, dass ich sie über alles liebe. Aber ich bin ganz ehrlich, du hast mich gerade mit der Geschichte ganz, ganz tief verletzt. Und ich finde, nee, Rosa, ich finde, wir sollten die Schenkung komplett sein lassen. Ach, Schatz. Nee, wir lassen es einfach, komm. Schatz, ich liebe dich. Und ich vertraue dir auch. Dann tu mir den Gefallen, wenn du mir vertraust, lass diesen Absatz streichen, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie wir beide in unserem gemeinsamen Haus glücklich werden können, wenn mich jede Mauer irgendwie daran erinnert, dass du mir nicht vertraust. Ich vertraue dir. Wenn dich der Satz so stört, dann streichen wir den. Das ist überhaupt keine gute Idee, Frau Bernstein. Da muss ich Ihnen dringend davon abraten. Sie müssen abgesichert bleiben. Ich bin abgesichert. Das ist mein Mann. Abgesichert, da geht gar nicht. Der wird sich immer um mich kümmern. Und er wird auch das Haus nicht verkaufen. Das haben Sie doch gerade gehört. Streichen Sie den Satz. Wollen Sie darüber nicht noch mal eine Nacht schlafen oder darüber sprechen, gemeinsam, zu Hause? Wir müssen den Termin ja nur nicht heute machen. Ich brauche nicht noch mal drüber schlafen. Gut. Also, soll ich den Zusatz jetzt streichen oder nicht? Ja, bitte streichen Sie den. Gut. Dann können wir auch weitermachen. Wir müssen nämlich noch zur Ballettaufführung von meiner Enkelin. Also, dieser Herr Fleming, der gefällt mir überhaupt nicht. Das war ja hier die reinste emotionale Erpressung. Es war bestimmt ein Fehler, diese Schenkung ohne Sicherung für meine Mandantin zu vollziehen. Aber ich kann nicht mehr tun, als meine Mandanten gut und in ihrem Interesse zu beraten. Und wenn sie dann nicht auf mich hören, dann kann ich es auch nicht ändern. Ich will dieses Kribbeln im Bauch. Rosa ignoriert die Warnung ihrer Anwältin. Sie vertraut ihrem Mann und hat deshalb auf die Klausel des lebenslangen Wohnrechts in ihrem Haus verzichtet. Die junge Oma freut sich nun auf die Ballettaufführung ihrer Enkelin Lara. Sie ist überglücklich, bei dieser Gelegenheit das erste Mal mit ihrem jungen Ehemann in der Öffentlichkeit aufzutreten. Doch Marcel hat andere Pläne. Du, Schatz, es tut mir total leid, aber ich wollte es dir oben vor den anderen auch nicht gesagt haben. Schatz, ich wollte mich auch noch bei dir entschuldigen. Das hat mir furchtbar leid getan, dass ich dich so verletzt hatte. Aber mir war von Anfang an nicht wohl bei dieser blöden Klausel. Ja, das meine ich gar nicht. Das haben wir jetzt soweit geregelt. Du, ich kann nicht mit zu der Aufführung. Was? Ach Mensch, wir haben uns doch so lange drauf gefreut. Und Lara freut sich auch so, dass wir da hinkommen. Ja, aber das ist, ich habe total vergessen, dass ich mich mit einem uralten Kumpel verabredet habe. Und ich kann ihm unmöglich absagen. Aber das verstehst du doch sicher, ne? Ja, prinzipiell schon. Aber Mensch, so lange haben wir uns jetzt darauf vorbereitet. Und wir wollten doch die Schenkung noch zusammen feiern. Kannst du es nicht verschieben? Nein, leider nicht. Kann ich nicht. Okay, dann setz mich da ab, ja? Ja, mit dem Absetzen ist ein bisschen schwierig, weil wir treffen uns genau am anderen Ende der Stadt und so weiter. Aber ich habe, weißt du was, ich habe da vorne eine Bushaltestelle gesehen. Fahr doch einfach mit dem Bus. Dann bist du auch pünktlich da, ausnahmsweise mal dahin. Ich soll was? Den Bus nehmen. Oder weißt du was, da vorne ist auch ein Taxistand. Schnapp dir ein Taxi, schwing dich ins Taxi, fahr dahin. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Spaß, nur ich muss jetzt los, weil deine Anwältin hat ganz schön eine Welle gemacht. Mir fehlt jetzt die Zeit dafür, okay? Bis später. Was ist denn mit dem los? Der ist bestimmt immer noch verletzt wegen der Geschichte von eben. Hoffentlich kann ich das wieder gut machen. Aber ich muss jetzt Gas geben. Auch nach der Ballettvorstellung ist die 45-Jährige noch sehr enttäuscht von Marcel. Carina will ihre Mutter aufheitern, begleitet sie nach Hause. Dass Rosa ihr Elternhaus an Marcel überschrieben hat, ahnt die 26-Jährige nicht. Mama, was ich dir noch sagen wollte, dass wir auf deine Hochzeit so blöd waren, tut uns leid. Chrisse und ich, wir freuen uns wirklich doll für dich. Ja, das haben Marcel und ich aber nicht so aufgefasst. Ihr habt den ganz schön vor den Kopf gestoßen. Naja.
Ehrlich, es tut uns leid. Und nach der schweren Zeit bei Papas Tod ist es schön, dich wieder lachen zu sehen. Ach, ist schon vergessen. Na dann los. Aber sei das nächste Mal ein bisschen netter zu ihm. Der ist so lieb zu mir. Los, rein. Doch statt einer Entschuldigung für die verpasste Ballettaufführung stellt der 32-Jährige das Haus völlig auf den Kopf. Was ist denn hier los? Was machst du mit den Sachen? Deine Sachen lasse ich verschwinden. Weil ich brauche ein bisschen Platz, um den neuen Look hier einzuführen. Ja, und außerdem, die neuen Sachen lassen sich bestimmt leichter abstauben als die alten. Aber das sind auch Erbstücke meiner Familie. Du kannst doch nicht die Bilder und die Porzellansachen einfach rausbringen. Ja, das Einzige, was sie waren geschmacklos. Und deswegen bringe ich es jetzt dahin, wo es hingehört, auf den Müll. Du bist ja schon darüber im Klaren, dass du es zu Hause meiner Mutter gerade auseinander nimmst? Hast du ihr nichts erzählt? Deine Mutter hat mir aus Liebe das Haus überschrieben. Und mit meinem Haus kann ich machen, was ich will. Und in diesem Flohmarkt-Gerümpel-Wahnsinn hier konnte ich mich eh nicht wohlfühlen. Aber damit ist ja jetzt Schluss. Bitte, Mama, sag mir, dass das nicht wahr ist. Du hast mir nicht das Haus geschenkt. Marcel, ich verstehe das gerade nicht. Irgendwann muss man sich von der Vergangenheit trennen. Das muss auch Rosa lernen. Und außerdem, so ein Kitsch dulde ich nicht in meinem Haus. Yeah!